Nachmittags um vier läutet's an der Tür. Ich liege sehr bequem und möchte nicht aufstehen. Der Kaffee läuft sich warm, ohne Filter, ich muss sparen. Mein Goldfisch flippt schon aus und es biegt das ganze Haus. Denn das Klingeln hört nicht auf, jetzt steh ich doch mal auf. Geh wütend an die Tür, da steht so'n Typ vor mir. Reklame, 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 nur für mich. Reklame, 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 nur für mich. Jetzt lieg ich wieder lang und denke Gott sei Dank, der Heini ist jetzt weg, dafür hab ich nen Prospekt. So langsam döse ich ein und denk, mich küsst ein Schwein. Die Glocke geht nochmals, oh, ich geh ihm an den Hals. Ich taumele zur Tür, bin wütend wie ein Stier, schlage noch lang hin und poliere mir das Kinn. Reklame, 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 nur für mich. Reklame, 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 nur für mich. Heim, klingelt's an der Tür, das kann doch gar nicht sein. Ich schlepp mich übern Teppich und balle meine Faust. Ich reiß die Türe auf und hol die Cassius aus. Da stütze ich dreimal, ich werd steif wie im Fall. Meine Augen treten raus und ich grülle laut durchs Haus. Ne Dame, ne Dame, ne Dame, nur für mich. Nur für mich.